Die Zeit ist mal wieder gekommen, Leute. Und herzlich willkommen nach... Boah, schon einer ziemlichen Weile. Zurück zu Kirby and the Forgotten Land. Ihr wisst Bescheid. Leute, was wir heute machen, sind nicht die 100% komplettieren. Das machen wir in einem Stream, voraussichtlich sogar schon diesen Samstag. Und wir werden uns jetzt alles mal anschauen, was wir noch nicht gemacht haben und was uns allgemein noch fehlt. Die Spezial-Power-Schwert kann nun weiterentwickelt werden. Suche Waddle Dees Waffenladen. Ganz genau. Lass uns den Waffenladen anschauen. Ich habe nämlich gesehen, dass wir... Hui, hast du etwa die Morpho-Knight-Schwert-Blaupause? Los, gib schon her. Und zwar kann man über solche Codes, die wir bei diesem Code Waddle Dee abgeben können, kann man tatsächlich viele, viele Sachen noch upgraden, weil wir dadurch Sterne bekommen. Apropos Sterne. Ich wusste nicht mal, dass das ein drittes Ding hat. Das ist aber teuer. Und genau dafür geben wir jetzt einmal ein paar dieser Star-Codes ein. Und zwar wüsste ich sogar einen, und zwar Thank You Meta Knight. Der fällt mir gerade spontan. Ich habe mir die aus dem Internet rausgesucht. Tatsächlich keine Ahnung, ob das, ob man den, wo man den findet, wie man den findet. Aber wenn ihr alles in Großbuchstaben eingebt, genau, dann bekommen wir 3 solche Sterne. Einfach geschenkt. Merkt euch den Code, falls ihr mal Sterne braucht. Wir werden zwar bald alle Sterne haben, nach dem Stream. Also ich hoffe es zumindest, dass wir da die 100% schaffen. Aber jetzt haben wir erstmal das hier und schauen uns direkt mal die neue Verwandlung an. Genau, Thank You Meta Knight. Perfekt. Und die taken wir jetzt alle mal. Haben die jetzt alle so eine ultimativ unnötig lange Animation? Ich hab's verstanden. Ich möchte nochmal zurück in Waddle Dees Waffenladenshop. Weil jetzt haben wir die 5, die wir brauchen, um uns das neue Meta. Dankeschön. Meta-Schwert zu holen. Meta-Knight-Morpho-Schwert, wie auch immer. Weil das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich guck trotzdem mal um, was wir noch nicht geupgradet haben. Vieles nicht. Das hier nicht. Das hier nicht. Davon gibt's auch Upgrades. Hier sind wir noch nicht voll. Hier nicht. Ich habe nämlich währenddessen fast einen 100% Spielstand in meinem Privataccount. Deswegen, ja. Kann vorkommen. So, Morpho Knight Schwert Blaupause. Das will ich jetzt aber sehen. Guys. Ich glaube, das kriegen wir, wenn wir Leo besiegt haben. I guess. Oha. Wie weit können wir das aufladen? Das möchte ich jetzt aber wissen. Oh! Ey, das Schwert. Schaut euch das an, wie riesig das ist. Tschüssam. Und jetzt wird es wieder kleiner. Für normale schnelle Angriffe. Genau. So, was wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass wir das noch nicht gemacht haben. Aber es gibt noch eine wunderbar schöne Arena, in die wir jetzt reinschauen werden. Ich nehme das hier. Okay, das Rechte erhöht das Tempo. Gut. Ich kaufe das. Oh, das war das Falsche. Ich will das Schwert behalten. Ich will das nämlich testen. Zack. Jetzt haben wir 2 komplett volle Lebensleisten. Und Octofluffy hat mich tatsächlich gewarnt vor der ultimativen Arena. Deswegen schauen wir da jetzt direkt rein und nehmen das zweite auch noch mit, um hoffentlich hier alles gut reißen zu können. Mit 3 Lebensleisten. Das sind aber auch dann meine Erwartungen hoch. So, Geld, ganz wichtig, nehmen wir mit. Mal gucken, wie lang die Folge heute wird. Ich hoffe nicht allzu lang. Genau, einen Code findet ihr oben auf dem Ding drauf. Oh, nee, ich seh schon, was da drauf ist. Kämpfe gegen Wilde wie das. Nee, habe ich gar keinen Bock. Es gibt aber. Ja. Sind 12 Kämpfe. Ist okay. Und zwar hier oben. Ich mal kurz hoch. Steht ein Code.
Hey, sieh mal, da ist ein Code. Brawling Colosseum. Genau. Da gibt es auch noch mal ein paar Sachen. Gebt, oder schaut im Internet nach einer Liste und gebt die einfach mal alle ein. Und guckt, was euch da erwartet. Okay. Okto. Dann mal gucken, ob ich hier nicht komplett reinrocke und dir zeige, dass es voll einfach ist. Ich fliege die ganze Zeit schon. Ist das ein Zeitlimit? Ne, wir haben kein Zeitlimit. Er schreit uns zurück. Wir haben ein bisschen Damage genommen. Ja. Oh, da wurde ich getroffen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ist ja klar, auch wenn ich jetzt im Urlaub überwiegend Kirby gespielt habe, muss ich trotzdem gerade wieder ein bisschen reinkommen, weil das jetzt mittlerweile auch schon wieder 2 Tage her ist. Next Fight! Was erwartet uns? Welcher übel mitspielende Gegner erwartet uns? Oh mein Gott! Er ist... Schaut euch an, wie viel Damage das macht. Ich weiß, ihr seht die Lebensleiste nicht komplett. Aber wir ziehen mit einem aufgeladenen davon einfach alles ab, was es gibt. Das war's schon. Okay, das Schwert ist OP. Wir sind voll geheilt. Das Schwert ist so unfassbar. Oh mein Gott, das Schwert ist so OP. Das Schwert ist so OP. Oh, erste Phase direkt mit einem Schlag weg. Oha, guys. Aber den habe ich mittlerweile, würde ich sagen, auch drauf. Wie krank viel Damage wir damit machen. Ah, da wurden wir getroffen. Nicht so schlimm. Doch schlimm, ich brauche das Item. Aus dem Weg hüpfen. Oh, nee, da wurden wir getroffen. Aber jetzt können wir raushauen. Zack. Schön, dich gekannt zu haben. Ey, dieses Item macht uns einfach unbesiegbar. Oh mein Gott, war das strong. War das strong. Krank. Ein Kampf kriegen wir bestimmt noch hin. Und dann sollte ich auch meine Maxi-Tomate nehmen. Es sind ja 12 Kämpfe. Deswegen, ich stell mir das krass vor. Nein! Da war der Damage jetzt nicht so gut. Nein! Das kann nicht sein, dass ich ihn kein einziges Mal treffe. Jawohl, ja. Okay. Er wird schon mal gut, die Leben weg. Wichtig. Wir kennen ja die ganzen Kämpfe schon. Aber das kann ich auch hier. Oh, er fliegt aber ganz gut weg hier. Wobei mich das eigentlich gar nicht interessiert, weil er einfach down ist. Also, macht erst das komplette Game fertig und dann die ultimative Prüfung. Es erspart euch einiges und ich will mich noch nicht heilen. Komplett dumm vielleicht, aber ich will noch einen probieren. Meta Knight. Meta Knight.
Ah, guck mal, Meta Knight, das können wir jetzt auch mittlerweile. Ja, zweite Phase. Oh, jetzt kommt das hier, wo wir die Sicht von oben und uns ein bisschen verstecken müssen. Das hat ihn nicht so ganz getroffen. Aber Meta Knight ist auch down. Ja, das Kolosseum. Nicht schlecht. Nee, ich heile mich immer noch nicht. Ich heile mich erst, wenn es kritisch wird. Wenn es dann auch mal schwer wird. Das Game und schwer. Ey, wie wir ihm einfach sein Leben nehmen. Dieses Item ist einfach unfassbar strong. Komm, einen machen wir noch. Und dann heile ich mich mal. Komm! Es. Ich brauche das Item. Oh mein Gott, ist das traurig mit anzugucken. Das war's schon wieder. Wir rasieren hier ganz gut durch. Okay, jetzt kommt Tazandra. Ah, der könnte sogar schwer werden, maybe. Selbst das hier zieht ihr Hälfte Leben ab. Nee, wir müssen hier laufen. Okay, aber wir kriegen immer das hier. Alles klar! Sorry! Tja, Okto. Also die ultimativ schwere Arena ist nicht so ultimativ schwer, wie alle sagen. Leute, macht das so wie ich. Macht erst das normale Game fertig und holt und macht dann die Arena wirklich. Ich glaube, die Arena wäre... Ach, er ist schon in seiner zweiten Phase jetzt. Nein. Guys? Hört mal, wie viel Schaden wir genommen haben in dem Kampf. Hä? Also das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, dass ein einziges Item dieses die komplette Welt auseinander nimmt. Ja, come on hier. Trotzdem nicht übermütig werden. Wobei ein bisschen übermütig können wir schon werden. Jetzt kommt erstmal sein schneller Speed-Angriff. Genau. Ja, wir können auch einfach so machen. Jetzt kommt dieses Han Han Han. Genau. Komm, mir alles egal, hier drauf da. Guys, guys, guys. Wie oft will ich das noch sagen? Das macht das ganze Game wirklich, wirklich easy und... Wir kriegen ein bisschen Geld.
Und als nächstes kommt... Ich weiß gar nicht, wer das auf dem Bild war. Jemand, den wir kennen? Ach so! Einfach mal kurz ein Teil vom Final Boss hier rein. Das Item ist so unfassbar broke. Also, sorry, aber... Nein! Aber wobei, er ist tot. Gerade mal kurz einen Teil vom Endboss geklatscht, Guys. Okay. Ich sehe, was uns als nächstes erwartet. Und es ist die finale Form des Endbosses. Und... hab ich Bock? Komm! Oh, stronger move, stronger move. Wir machen gut Damage. Jetzt kommt, glaube ich, seine Flugattacke, wo er seinen Dings hinterherzieht. Nein? Oh, da wurden wir getroffen. Aber wir teilen halt auch so aus. Das ist so geisteskrank, was hier gerade abgeht. Naja, mach deine nächste Phase. Komm, komm. Jetzt sterb ich. Would be sad. Ah, jetzt kommen noch die Dings. Habe ich hier einen Block? Hä? Ja, okay. Stupid gewesen. Aber ich konnte irgendwie mit dem Eis-Item, seid ihr im Übrigen unverwundbar. Wenn ihr das Eis auf maximalem Ding habt... Und wenn ihr mit dem Eis dann einfach die Schultertasten drückt, seid ihr unsterblich. Hier, schnell hinster... Oh. Okay. Ich habe gerade soeben den Endboss aus der Welt geschossen. Ja, ich würde an der Stelle sagen, E-Beams als Profi. Ha! Das ist schon, also... Okay, okay. Was bekommen wir? Wir bekommen ihn. Ultimative Lebensform, Ultimo El Filis. Das Ganze lesen wir uns alles nochmal im Extra-Part durch, der kommt dann erst nach dem Stream. Aber wir haben gerade die komplette Welt zerstört. Es gibt noch eins. Es gibt noch eins. Soll ich das noch in dem Part machen oder es in dem nächsten Part machen? Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, schaut auf jeden Fall morgen nochmal vorbei, wenn wir das ultimative Z-Turnier Fighter Deluxe machen. Und wir sehen uns. Bis dann. Lasst ein Like da. Ciao, ciao, Leute.